So, Hallöchen Leute und willkommen zurück in Level 1. Ja. So, das ist glaube ich. Ach, das sind dann auch wirklich nur die 250 oder wie was? Kriegen wir hier später Teleporter, wenn wir die Endbosse besiegt haben oder wie? Jo, guten Abend, Willem. Körper der Dornen. Oh, oder Schwert des Anta. Brauchen wir aber 500. Mal schauen, ob wir die 500 noch finden. Wollten wir aber eigentlich. Ja, ja, das Schwert will ich jetzt auch. Dafür muss ich halt nur das Gold erstmal finden. Ja, haben wir. Meins. Guck mal, das Schwert des Anta. Um den Blitz dieser Klinge zu beherrschen, musst du ganz sein. Oh Gott. Also ist diese Dinge nur stärker, wenn ich volle HP habe, verstehe ich das richtig? Ich verstehe mich jetzt ein bisschen so, als wäre es das Meisterschwert von Link. Der es ja auch schießen konnte, solange er voller HP hat. Der heilt mich. Der steht also doch auf. Das war nicht so gut, aber egal, hier ist was anderes. Jo. Läuft bei dir. Danke. Gezackte Klinge, mehr Damage. Gezackte Klinge klingt für mich jetzt sogar besser als diese hier. Denn es wird halt früher oder später vorkommen, dass ich Schaden kriege. Und wenn ich dann halt den. Welcher Wut kenne ich zum Beispiel auch noch nicht. Den Damage verliere, macht das halt meines Erachtens noch nicht viel Sinn. Da hinten geht's hoch. So, Leute! Fuck, habe ich mich jetzt erschrocken. Ja, aber durch der Wut hört sich zumindest an nach schnell zuschlagen. Wo gehen alle her? Und doch einfach. Das, was uns beide befriedigt, sterbt. Wow. Hallo! Grieche, ein Menschlein. So, hier ist absolut gar nichts. Voll Idiot. Sagte der, der das vor, ein Part genau selbst gemacht hat. Genauso. Ey, ihr! Ja, genau so. Also, Enemy-Spielschade kann man halt einfach schnell zuhaut. Ob halt direkt oder man irgendwas anderes dafür machen muss. Ja, ich muss gleich den Chat noch im Spiel einsetzen, ey. Es wird kein Weg dran vorbei. Selbst wenn ich alles vorlesen würde, würde ich fast nur vorlesen. Alter! Geht doch. Momentan blitzt diese Klinge ja auch noch. Ich weiß aber nicht, ob ich da vielleicht irgendwie. Bisschen mit schießen kann oder so. Goldy, Goldy. Beine weg und. Also das Beine wegschlagen finde ich bis jetzt besser als. Hier am Kopf zu erwischen.
Weil sie beim Treffer am Kopf halt so weit zurückgeschlagen werden. Lucky Bee hat ernsthaft Diätpillen vorgeschlagen. Ich muss mal eben was. So, das tut mir jetzt natürlich leid für die Leute, die jetzt gerade aktiv auf YouTube sehen. Ich weiß nicht, was mache ich im nächsten. Ich weiß jetzt gerade nicht wo. Ich wollte mich jetzt gerade schon mal einblenden. Also solange es nur Placebos sind, nur, ja. Obwohl, dann ist es auch nicht wurscht, weil sie ja immer noch die Leute verarscht im Sinne von wegen, ja, gib mir euer Geld, weißt du? Und da ihre Zuschauerschaft nun mal recht jung ist, ist es halt, naja. Ich wieder ein Begleiter, den hole ich wieder. Also Leute, das übers Ohr ziehen, vor allem Kinder, die halt noch recht naiv sind oder so, finde ich nicht unbedingt wurscht, sag ich mal. Du liegst, kannst doch gleich liegen bleiben, Arschloch. Boah, das gleiche gilt für dich. Hinlegen und Fresse halten. Ah, guck mal, der Blitz stunnt sie, so wie es aussieht. Ich glaube, ich mache ihm nicht mehr Schaden. Ich glaube, ich stunne nur ein bisschen. Der Kampf der Kämpfe. Einer hat gewonnen. Aha. Hallo. Bitte Curry. Und du hast. Und zack. Geiler Sterbesound. Das hat aus wie die Druckplatte. Die Dinger hier finde ich cool. Damit kann ich Fallen deaktivieren. Irgendwo höre ich noch was funkeln. Hui. Bild 2. Yay. So, jo, das kennen wir mittlerweile. Oh, ich darf sogar mal eine Laterne behalten. Oh, ist das Spiel nett. Suche den Ausgang. Lampe der Gefolgschaft. Handschuh des Schleuderns. Lampe der Gefolgschaft. Wow, jetzt habe ich die Laterne. Gegenstände weiterwerfen, okay. Und okay, stärker schon. Bravo-Sklave. What the fuck?
Das Ding macht echt Schaden. Wow. Daneben schlagen ist auch Skill. Mal noch einen kleinen Schatz. Da ist die große Schatzrunde, die ich schon die ganze Zeit suche. Vase drauf. Vollidiot. Hallo? Da war doch gerade noch was. In die Fresse. Ey, Arschloch. Okay, den finde ich gut. Hier kann man wieder ein Glücksspiel betreiben. Gefäß der Lebenskraft. Gefäß der Lebenskraft Beschreibung. Gibt Gesundheit, um genug Feinde zu töten. What? Wait, what? I'm a bit confused. Hi. Hey, du. Leute mit Vasen zu bewerfen, ist echt lustig. Ich kann es euch nur empfehlen. Probiert das so aus, ne? Natürlich nicht. Aber es ist trotzdem lustig. Kaufe uns mal wieder eine Versicherung. Wir haben jetzt gerade das Gold. Jetzt haben wir gerade echt Leben an, wie es aussieht. Ey. Ey. Danke. So, Level 3. Boss-Time war das, ne? In der Theorie zumindest. Mal sehen, ob es auch in der Praxis soll. Quälten? Oder doch noch nicht? Ah, doch. Hier gibt es den ersten Torwächter. Fallen deaktivieren. Okay, die halten eine Vase plus einen Schlag aus. Ich habe vorhin die ganze Zeit nur gedacht, dass diese Vasen als Ablenkung gelten und nicht, dass sie auch wirklich Schaden machen.
Erwischt. Doch noch irgendwo eine Vase. Na komm rein. Alter. Ich habe hier einen Schlagzeug gehauen. Wieder da, was habe ich verpasst? Nur geskillte. Oh mein Gott, wieso will ich mir selbst, ich komme, wenn ich jetzt sage, geskilltes Gameplay. Vorne war aber auch noch was sehr Interessantes, was ich noch nicht kenne. Doch, kenne ich bereits. Den Scheiß kenne ich bereits. Macht immer noch lauter. Kann ich wieder Glücksspiel betreiben. Armband des Phönix. Widersteht den Verwüstungen des Feuers, wenn du mit diesem Team Juwel geschmückt. Okay, das heißt, ich verbrenne nicht mehr? In Ordnung. Nehme ich wohl hin. Hier drin? Hallo? Ich wollte nicht stören, ich wollte nur töten. Oh mein Gott, da höre ich da so einen Affen, Alter, ey. Ach ja, geskilltes Gameplay. Es macht so laute. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich jetzt meine Umgebung etwas besser nutze. Ich da hoch. Ja. Funktioniert bis jetzt sehr gut. Hier schon wieder so eine dumme Schlampe. Okay. Also. Also die Vasen bis jetzt meine absolute Lieblingswaffe. Übrigens muss ich immer noch einen Torwächter töten, ne? Scheiße.
Ich habe so das Gefühl, hier vorne wartet er auf mich. Ich habe doch gerade schon 2 Fernkämpfer getötet. Vorwächter? Okay, ich muss ihn also finden. Okay. I understand. I have to find him. Suche den Wächter des Tores. Hey du, wo ist er? Sag es mir. Ein Moment, der Typ macht mich nervös. Sperrt. Lernen. Was? Lehren, nicht lernen. Das da können wir lehren. Oh, hi. Keine Ahnung, was das gebracht hat jetzt. Ja, das mir jetzt auch gerade. Das wäre beim letzten Mal vielleicht mit diesem Geld zum Beispiel jetzt wichtig gewesen. Diesen Mal ist es jetzt nicht ganz so wichtig, weil ich eigentlich recht gut unterwegs bin. At the moment. Okay, das nervt mich ja gerade ein bisschen. Moment. Wieder rankommen lassen. Ja, ich habe ja, die hat ja nicht mal Beine, also sie, das war mir schon irgendwie so leicht bewusst, dass sie wahrscheinlich nicht reinfallen wird. First of all, die Vase. Ich muss zugeben, ich hätte nicht gedacht, dass du mir nachkommst, du Arsch. Das Spiel hat es auf jeden Fall verdient, jetzt schon aus dem Early Access raus zu sein. Was ist so lustig, hä? Ich will auch mal sehen. Glitzer, 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 Glitzer. Beziehungsweise, ich habe sogar schon einmal Leben verloren. Ich habe schon einmal nachgekauft. Fällt mir gerade ein. Musste schon einmal Leben nachkaufen, aber ich habe nicht viel verloren. Ich glaube, ich habe 1 oder 2 Treffer. Ich glaube, ich habe so eine Winddüse abbekommen. Genau das war das, glaube ich. Irgendwie kriegt man echt viel Geld, ja. Bin schon bei 4000 noch was. Hallo. Die hätte ich fast vergessen. Hey du. Ich glaube, ich habe den Torwächter gefunden, oder? Der Torwächter ist einfach eine übergroße Hexe? Alter! Lass mich doch einfach die Situation abchecken, bevor du mich angreifst, du Kackvieh. Da wäre nämlich auch noch ein Item.
Sprung zu weit. Hab's. So, dann lass mal schauen. Torwächter Nummer Uno, wie mache ich dich? In ihr drin. Geil. Bist du ein Torwächter? Du warst ein Torwächter, okay. Also für ein Torwächter? Wenn das jedes Mal der erste Torwächter ist, finde ich die echt einfach. Darf ich nochmal kaufen? Hallo? Genie? Hey, ich will nochmal. Mein Schwert glitzert nicht mehr. Enno. Darf nicht. Traurig. Hier ist noch ein Verkaufsstand, den ich mir natürlich mal angucken möchte. Hallo du? Holster der Stille. Obwohl du rennst, als ob dein Leben davon abhängt, sollte deine Füße keine Geräusche machen. Und die Rüstung nehmen wir noch mit. Für jeden Schlag, den dein Körper erhält, wird ein Froststoß zurückgegeben. So, jetzt muss ich nur noch mal zurück zu dieser... Nimm den anderen Weg. Eine Tür. Ich habe das Ende ja theoretisch schon gefunden. Hier hätten wir es nämlich. Dann gehen wir mit meiner schönen Vase einmal weiter. Ersten Boss besiegt. Yay! Wie weit kennst du das Spiel, Mifune? Garten der Besinnung. Jetzt geht's ab in den Garten. Falle. Bis erst, also bis den ich gerade gelegt habe. Was soll die Dealer? Das war gerade übrigens sehr risikoreich, jetzt die Brust öffnen. Ich glaube, der hat den Kopfschutz, oder? So, hoppala, hier hoch. Who the fuck are you? Zumindest bist du nicht intelligent. Euer Eintrag, Händler.
Ach, das war ein Händler. Händler hatte ich null mal getötet, bla 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 bla. Okay. Schön, dass man sowas alles nachlesen kann, das mag ich ja. Okay. Das mag ich wirklich. Habe ich in Resident Evil 5 schon gemocht, nachzulesen, von welchem Vieh ich wie oft gestorben bin und welches Vieh ich wie oft abgeschachtet habe. Ist so lustig hier, ich will mitmachen. Ja, aber das macht keinen Schaden, das glaubt, glaube ich, nur, ne? Alter, nervt. Alter. Leider ein Treffer, was? Danke für das Leben. Gold habe ich momentan genug. Da ist ein Auge. Fülle ich da rein? Ach, von hier komme ich, okay. Die Tür hätte ich nur von der anderen Seite nicht öffnen können. I understand. Kurz sind wir dann echt hart auf dem Sack, ne? Überall Vasen, die ich nicht benutzen kann, das finde ich eine Frechheit. Na komm zu Papi. Achte bei dieser Map auf jeden Fall auf geheime Dinge. Ich wette, alle drei Maps gibt es andere. Geheime, ja, das kann natürlich gut sein. Aber das erstmal herauszufinden, worauf man achten muss, ist natürlich die erste Herausforderung. Jo. Warte, ich glaube, ich weiß, wie ich dich besiegen kann, oder? Vielleicht auch nicht, weil du Feuergeister beschwörst. Und zwar dauerhaft. Bitte für mich. Ja, da habe ich jetzt einen Wunsch verschwendet. Aber ich will da hinten zum Shop. Und ich weiß nicht, wie ich den sonst deaktivieren kann. Außerdem hat er sich sogar bezahlt gemacht. Ihr lacht so dämlich oder wie? Abend des Phönix. Voll in die Falle gepackt. Wow, 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 wow. Fußflotte. Beschleunig dein Tempo. Okay, sehr schön. Und das teile ich gerne auch nochmal. Eine zweite Chance, aber eine, die dich. Aber eine, die dich aber nur etwas besser als tot zurücklässt. Okay, ich verliere wahrscheinlich sehr viele Items. YouTube Pixel, okay. Interessant, weil beides halt im Endeffekt ist
das gleiche Bildmaterial von mir bekommt. Fuck. Diese Wandfallen muss ich jetzt erstmal wieder in meinem Kopf kriegen. Da, genau diese da. Dass ich hier halt nicht nur auf den Boden, sondern auch auf die Wände achten muss. Der ist nichts. Wow, Alter, hab ich mich jetzt erschrocken. Mein Schwert macht echt nicht mehr Schaden. Ich brauche so oder so zwei Schläge für die. Ich hätte echt gerne ein anderes Schwert. Von der Vegetation. Ja, ich kann. Wie viel Bitrate habe ich denn gerade? 3000 noch was. Ich kann gleich mal schauen, wenn die Deserwand vorbei ist, ob ich die Bitrate vielleicht für euch noch etwas höher stelle, damit es etwas besser aussieht. Hi. Begleiten mich jetzt die ganze Zeit oder wie? Irgendwas glitzert doch hier noch. Da. Das mache ich aber alles nach dem One. Nach dem One wollte ich ja dann sowieso noch so ein paar Sachen umstellen. Ah, guck mal. Bin aber auch nur wieder hier hin. What the fuck? Damit hätten wir diese Ebene auch durch. So, wie lang ist denn der Part schon? 38 Minuten. Level 5 wird geladen. Die vergessene Terrasse. Zack. Oh. Ah ja. Beste der Allianz. Die hatte ich schon mal, ne? Hä? Das Scheiß. Ach, guck mal, ich kann das sogar so durchlesen, oder wie? Nee, Stimme des Leids, Nicole. Jetzt habe ich eine Feuerpeitsche. Feuerpeitsche. Ey, du! Sonst noch irgendwer fragen? Ja, guck mal, da hinten. Aber ich habe eine gute Idee. Guck mal, einmal den und... Okay, die ist am Feuer verbrannt. Irgendwas schiebt er gerade Hardcore Terror. Warte, heißt das, die gehören jetzt alle automatisch mir? Das ist lustig. Die Feuerpatsche ist gut.
Silberzunge, damit es billiger wird. Und Schütte Vormarsch, was macht das? Diejenigen, die dir schaden wollen, können es nicht, solange du den Schild festhältst. Was ist denn der? Heißt diese Markierung, dass ich ihn gerade festhalte? Weil der ist auch so komisch markiert. Feuerschaden ist extrem effektiv gegen Gegner, weil die dadurch mega gestaggert werden. Überlebt er jetzt nicht, das ist nicht so. Der überlebt einen Peitschenschlag nicht, der überlebt auch einen Peitschenschlag nicht, der überlebt auch einen Peitschenschlag nicht. Die sterben alle bei einem. Ich fühle mich gerade echt gut ausgerüstet, muss ich zugeben. Nur ein besseres Schwert hätte ich gern. Brenne, mein Sklave. Warte. Die halten viel aus. Das ist nicht gut. Ja, hallo? So. Kann ich Leben kaufen, das ist schon mal gut zu wissen. Das haben wir mit. Hallo? Haut mich nervig, dieses Gebiet. Auf im Kreis. Alter. Ich würde jetzt wohl oder übel nochmal zurück und mir die Herzen kaufen.
Die zweite Falle habe ich vergessen. So, hier. Ja, ja. Hatte ich jetzt auch gerade vor. Weil ich dann hier doch öfter erwischt wurde. Können echt alle mir jetzt, das finde ich cool. Der eine Wutsch hat doch was gebracht. Momentan will ich nur aus diesem scheiß Gebiet hier raus, Alter. What the fuck? Das ist wieder nur so ein Ablöse-Genie, ne? Ja. Oh Gott, geschafft, ey. Ja, darum wollte ich ja so schnell wie möglich raus. Oase des Todes. Und der nächste Torwächter. Wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Und der nächste Torwächter. Da ist ein Schicken. Hallöchen, Schicken! Alle zusammen, holt euch das Schicken! Er hat das Schicken getötet! Ja, hat er gar nicht. Ich hoffe, er ist nicht so gibt es nichts mit Grünzeug. Da hoffst nicht nur du. Aber man kriegt echt unglaublich viel Gold hier hinten mittlerweile, ey. Ich glaube, so ein bisschen am Gold und so können sie noch drehen. Ich meine, gut, ich spiele jetzt ohne Zeitlimit. Das heißt, ich kann mir Zeit lassen. Die Feuerpatsche ist echt geil. Warum hast du ein Schild? Ist der Torwächter? Jo! Wie kann ich denn dieses Schild zum Beispiel ausrüsten? Das ist doch nicht der Torwächter. Wird das gerade suboptimal? Irgendwas zum Werfen? Was auch Schaden macht? Die macht ja keinen Schaden, die Urne, die da steht. Thank you.
Ich bin nicht stirb einfach. Danke. Feuerpeitsche ist unglaublich geil. Anders kann ich es leider nicht sagen. Keine Ahnung, was es vielleicht noch für Peitschen gibt, aber bis jetzt ist die Feuerpeitsche meine absolute Lieblingswaffe von den Ausrüstungen. Keine Ahnung, was Blumen der Verderbnis so genau bringen, aber wir haben es ja jetzt. So langsam sehe ich aber auch rot, dieses Level nochmal zu schaffen. Hat ihn das gekillt? Ganz so. Ich mag den Sterbesound. So. Alter! Leben, komm! Das Schild hab ich doch, Mann! Halt so gar nicht auf diese scheiß Pfeilfahren. Ja, es ist einfach wieder gewöhnungsbedürftig, jetzt auch noch auf die Wände achten zu müssen. Wow. Auch einfach leben. I need a fucking life. Das machen die extrem gerne anscheinend. Ach, schon verpiss dich. Noch leben. Enno. Alter, verbrenne, mein Freund. Fuck! Und dieses Gebiet hier ist einfach so unglaublich voll mit Gegnern gestopft.
renne einfach. Ich glaube, das sind gerade grüne Geister. Tatsache. Oh. Wenn sich eins gelohnt hat zu holen, dann diese grünen Geister. Das ist echt der Boss. Torwächter. Du rennst falsch, Junge! Bin ich jetzt keine 9 mehr? Hilfe! Ah, ich weiß, wer für die echte ist. Besiegt. Da war sie, glaube ich, noch im Brand gedeckt. Oder der grüne Geist hat sie verprügelt. Ich weiß es nicht. Ah. Ja, komm, die Versicherung. Hätten wir das Gebiet auch abgeschlossen. Müssen wir nur noch leben, bis zur Tür kommt. Und durch die Dinger da werden wir es wahrscheinlich nicht schaffen auf Dauer. Ich hab die Tür bis dato noch nicht gefunden, oder? Hier ist zumindest schon mal alles offen. Ich hab doch Angst, ne? Den waren wir schon. Na guck mal, da sind wir echt noch nicht durch. Hallo. Level 7 wird geladen. Zellen der Verzweiflung. Ja, jetzt kommen wir noch in den Kerker, so wie es aussieht. Und da stehen noch zwei Torwächter und der Final Endboss an, Alter. What the heck? Jetzt haben die Wichser auch noch ein Schild oder was?
fühle mich gerade so hardcore gemobbt irgendwie. Den Geist habe ich auch als. Geh mal weg. Als Wunsch wahrscheinlich nachher übernehmen. Wenn ich das nämlich richtig verstehe, gehören mir jetzt alle seine Art. Na komm. Das will ich sehen. Ach, Langweiler. What the fuck? Es gibt auch schon Taliban. Sicher. I need life. Na hallo? Aber nein, sorry. Silberton kann ich nicht nochmal kaufen. Den kann ich kaufen. Den will ich gar nicht kaufen. Das ist auch geil, auf so einem Ölfass oder was das hier auch immer ist, mit einer brennenden Peitsche drauf zu hauen. Ja, ich werde unter Umständen nachher die Bitrate erhöhen. Wie gesagt, wenn ich sterbe. Wow. Wann ist eigentlich mein Begleiter gestorben? Aber irgendwie nicht mitbekommen. Die Tür von außen irgendwie nicht gesehen. Oh, hallo Julia. Ja. Da jetzt ab? Was geht hier ab? Oh, halt. Wird das gern sterben? Einfach überall mit der Peitsche hinschlagen. Also echt praktisch, eine Waffe zu haben, mit der man, ich sag mal, im Fernkampf, in Anführungszeichen Fernkampf, Schaden macht. Als ich die Klippe hoch bin, kann man Begleiter da nicht hoch. Oh. Ja, Arschkarte. Ja. Peitsche ist einfach OP, ey.
bist du einfach. Bevor du auf dumme Gedanken kommst, einfach wegspringen. Das macht so Laune. Ich glaube, ich empfinde gerade am falschen Teil des Spiels Spaß. Ich stehe hier einfach und peitsche Leute aus. Oh, das macht echt Spaß. Ich glaube, ich empfinde gerade echt fürs falsche Teil des Spiels Spaß. Die Peitsche ist einfach OP. Also die Feuerpeitsche zumindest. Man muss erstmal das Feuer-Upgrade finden. Aber wenn man das Glück hat, das zu finden, Mama Mia. Man sieht es ja hier so. Zack, die brennen, fallen um. Und kriegen kontinuierlich Schaden. So 2-3 Ticks. Weitergeht, muss ich den Part für YouTube sogar cutten. Aber wie groß sind denn hier jetzt die Level mittlerweile? War ich hier schon? Zwei neue Peitschen. Bleibe aber bei meiner. Kaufe aber das neue Schwert. Oh. Ein Moment. Ein Kaufmann aus der Ferne trug dieses Sichelschwert, berühmt für seinen erhöhten Biss. Deshalb, mein Begleiter, guck mal, der lebt noch. Der war nur so blöd, um hinterher zu kommen. Wer am einen auch? Scheint ein Geheimraum zu sein. Ach, das Schwert meintest du, okay. Da sind zwar jetzt auch noch zwei neue Peitschen, die ich auch gern testen würde, aber nicht in dem One. Ich werde mir jetzt nicht diese Peitsche ruinieren. Dann schauen wir mal, dass wir jetzt so langsam Richtung Tür kommen. Wir haben ja oben die Markierung. Weil ich gerade zurücklaufe, what the fuck? Wieso zeigt der Fall mir da den Rückweg an? Hä? Bin ich jetzt echt weitergekommen? Ich hatte jetzt das Gefühl, ich bin zurückgelaufen. Das Rast, die rastlosen Gräber, Level 8. So. Schauen wir doch mal. Ihr verfickten Hurensöhne! Ich dachte es mir doch, diese Statue kommt mir seltsam vor. Es ist tatsächlich so.
Diese verfickten Hurensöhne. Das sind weinende Engel. What the fuck? Ihr kleinen Bastarde, Alter. Das sind weinende Engel, diese Statuen. Alter, die Statue macht mich echt nervös, ne? Scheiße, Alter! Ich will nicht mehr! Verpiss dich! Alter. Junge, verzieh dich! Such dein Hobby! Alter! Mann! Ihr könnt doch keine weinenden Engel ins Spiel einprogrammieren! Aber ich bin jetzt unsichtbar, jetzt kann er mich nicht angreifen, ne? Nee. Alter, wie die echt weinende Engel ins Spiel einprogrammieren! Was ist das denn? What the fuck? Da komme ich jetzt gar nicht drauf klar! Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da hinter der Chateau. Alter. Ich will hier raus. Ich will hier einfach raus. Alter, verpiss dich jetzt, du dumme Statue. Ich höre sie die ganze Zeit. Wo ist der jetzt eigentlich? Ach, da in der Mitte. Oh. Ja, wie soll ich sie denn austricksen? Die Statue will ja nicht. Stirb! Verrecke! Lol! Die Gehanimation der Statue gerade. Hi. Ich hab grad Probleme. Es nervt, diese Statue nervt. Ja, dreh dich auch noch um, du kleiner Wichser. Was willst du denn von mir? Ich verkaufe nichts. Ich kaufe nur. Würdest du bitte... Danke dir. Bin ich jetzt zu weit weg für sie? Oh, ich glaube, ich bin zu weit weg für sie. Endlich in Ruhe weiterreisen.
Boah, ich glaube, ich hab's abgehängt. Endlich in Ruhe weiterreisen. Ey, was für... Wie... Alter, ey. Ganz im Ernst? Es war irgendein Bioshock-Entwickler, der das Spiel geprogrammiert hat. Aber allein wegen dieser Statue liebe ich ihn gerade. Weil er aber dieses Prinzip der weinenden Engel aus Dr. Who wieder erfasst. Das finde ich einfach geil. Das finde ich einfach richtig geil. What? Da, die Peitsche ist gut. Die Peitsche ist super. Ach, so einfach fand ich das jetzt gerade gar nicht. Weil die doch recht penetrant ist und du kannst dich halt nicht so einfach umdrehen. Die Frage ist, wenn ich jetzt einfach weggerannt wäre vor dieser Statue, würde ich schneller rennen, als die mir hinterherkommt. Also könnte ich wirklich einfach wegrennen. Das Problem ist natürlich dann, ich muss halt in einen Raum rennen, wo halt Feinde sind. Ich renne also blind, ohne irgendwie groß vorzubereiten, dann einfach in einen Raum voller Feinde. Das ist so einfach... Ist das gar nicht. So, damit hätten wir das Level hier aber auch durch. Oh, diese Scheißviecher, Alter. Aber geile Idee, ich liebe sie. Level 9, der nächste Torwächter. Die düsteren Höhlen. Ja, das wäre wahrscheinlich die beste Lösung, Willem. Wirklich zwei Räume zu clearen und dann einfach so... Aber wie die hier auch alle stehen, ne? Ich habe mir schon gedacht, irgendwas stimmt mit diesen Dinger nicht, ey. Aber das war echt geil. Alter. Aber auch nur, wenn das klappt, dass ich wirklich schneller laufe als die, weil das weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Hier ist einfach nur eine Falle. Schleudern, das habe ich schon. Kettenpanzer aus Porzellan. Mehr Dekoration als Verteidigung. Schützt dich diese Rüstung nur gegen einen einzigen Schlag. Wow. Das da bitte einmal. Macht jeden Wächter, der vom Söldner-Djinn herbeigerufen wird, tödlicher im Kampf. Oh! Yay! Du bist tödlicher, mein Freund! Hoffe ich zumindest. Und in die Schatzkammer können wir auch noch. Speech. Ob dieses Rad gekriegt. Oh, das war intelligent. Ob dieses Rattengequitsch auch irgendwas auszusagen hat, ob es dann da irgendwie einen Geheimraum oder sowas gibt. Hi. Den wollte ich eigentlich. Oh. Müsst du meinen Geist bitte mal in Ruhe lassen, danke. Warum sagte ich das und habe, glaube ich, meinen eigenen Geist ausgepeitscht? Da ist der Wächter. Kann ich? Nee, okay. Aber das sollte gehen.
Wow! Das war der Wächter? Waste Devil, was wird das? Also ich finde, der Wächter gerade hat es nicht verdient, Wächter genannt zu werden. Aua. Oh Gott, Alter, jetzt nicht sterben. Geh doch weg. Da ist auch so ein Glücksspiel, Jin. Oh, nehmen wir doch mit. Das Vieh, dieses große fette Vieh, hat gerade mehr ausgehalten als der Wächter. Just saying. Peitsche, peitsche, peitsche. Wo will denn das Spiel jetzt, dass ich lang gehe? Nein! Nein, nicht! Hä? Oh nein, schon wieder. Scheiß auf die Schätze in den Raum, ey. Ich glaube, ich muss da lang. Du siehst mich nicht, ich sehe dich nicht. Einverstanden? Volles Leben mal wieder. Oh.
kurz richtig hinsetzen. So, wo bin ich hier? Ich würde gerne einen neuen Begleiter herbeirufen, wenn möglich. Außerdem würde ich gerne wissen, wo lang. Da lang. Ja, natürlich. Ich lasse dir deinen Schatz. Ach, dann nehme ich dir aber auch deinen Schatz. Ich glaube nicht, dass ich schneller bin als er. Na, warte, muss ich hier runter? Im Normalfall gehe ich doch hier runter und kämpfe mit ihm wahrscheinlich. Verstehst du dich, der sagt. Hi. Der verstehst du dich, der sagt mir, ich soll hier lang? Hey, Arschloch. Verstehst echt nicht. Ich laufe nur zurück. Aber falls irgendjemand eine Idee hat, wo ich lang muss. Nichts dagegen. Okay, ich wäre durch jeden Eingang aber auch wieder rausgekommen. Überall gibt es diese Haken hier.
auch jetzt lang. What the fuck? Hier höre ich auch noch Monster rechts von mir. Ich glaube, jetzt bin ich richtig. Kommst du nicht rein, Arsch. Ja, Hilfe! Das ist suboptimal, mein Freund, auch wenn du so komisch am Zucken bist. Das ist zu zweit hinter mir her. Ich liebe es. Also ich liebe diese Dinger, muss ich zugeben. Level 10 wird geladen. Willen des Wahnsinns. So. Oh Gott, noch ein Torwächter und dann den Final Boss. Selbst diese Treppe hier ist die Falle. Fängt ja schon super an. Diese Giftfallen, diese, die in den Schatz drin sind, scheinen aber extrem selten zu sein. Weil ich habe bis jetzt erst eine gefunden. Davon. What? Ich bin mir schon Schätze an, ich krieg zu viel. Hey, du Arsch. Wieder ein meiner Geister. Was geht hier gerade ab, Alter? Man hört nur noch Geschnetzel hier. Gnade. Ah, Gift! Man darf an diesem Grund nicht reden, dann kommen die zweiten nämlich.
Ist doch Gift gewesen. Nee, doch nicht. Likes. Oh, das nicht. Aber. Im Leben bleiben. Also, ja. Das trifft es genau. Vor allem, wenn man damit nicht rechnet, dass auf einmal Leute mit Granaten ankommen, sag ich mal. Wieder so ein böser Schatz. Meinst du jetzt diese... Oh Gott, das ist... Muss ich kurz warten. Meinst du diese Viecher aus den... aus dem Krümel oder was? Ach nee, du meinst diese großen Fettviecher. Nee, das sind... Also ich hätte jetzt eher als fette Zombies eingestuft, muss ich zugeben, so wie die aussehen. Was sie wahrscheinlich auch darstellen sollen. Ich meine, diese Treppen fallen, ne? Autsch. Da wird noch einer herbeirufen. Und das war zu viel. Alter, wir platzieren noch voll in die Fresse. Das richtig, der Wichser kann sich teleportieren. Mich verarschen? Ich weiß nicht, ob das momentan alles so funktioniert, wie es soll, weil der Bot eigentlich nicht mehr eingerichtet ist. Nee, scheint nicht geklappt zu haben. Den Bot muss ich nochmal komplett neu einrichten, weil da ein paar Patches hinzukommen und ich schon eine Zeit lang nicht mehr gestreamt habe. Ja, das ist die falsche Richtung. Nicht so weit! Okay, weiter, weiter, weiter! Puh. Wir gehen jetzt einfach mal ein Level weiter. Guck, wie weit wir noch kommen. Ich glaube nämlich nicht, dass ich es durchbekomme. Opulenten Hallen. Die Opulenten Hallen, Level 11, okay. Ja, ein paar Befehle sollten immer noch gehen, aber nicht alle. Vor allem da, ich den Bot momentan nicht abonniert habe. Ich benutze also die kostenlose Version. Da klappt es sowieso nicht ganz so, wie es soll. Abonnieren würde ich diesen auch erst wieder, wenn ich regelmäßig streame. Was ich genau genommen sogar eigentlich vorhab, weil YouTube lohnt sich aber nicht mehr für mich. Also YouTube wird dann eher so von wegen, wer dann die Streams im Nachhinein nochmal ansehen will, kann am besten auf YouTube gehen.
Und selbst wenn eigentlich nur fürs Screen. What the fuck? Das wird grad abgedreht. Wahnsinn, ins Gesicht hat es geregelt. Hallo, ich seh dich. Überhaupt nicht auffällig, wenn hier auf einmal Schätze anfangen zu fliegen. Alter. Ja, da guckt der blöd, wa? Und peitschen. Darauf kann ich mich da bitte schön an demselben Ding verhaken. Dummen Bombenwerfer aus Gefecht hauen. Ne? Das ist tatsächlich mit am gefälligsten von denen allen hier. Ja. Guten Abend, Pommelstube. Sterben. Sterben und so lange neu anfangen und das versuchen, bis ich die Peitsche wieder finde. Wobei ich vorhin auch noch zwei andere Versionen der Peitsche gefunden habe und mich schon interessieren würde, wie die sind. Einfach sterben. Alter! Diese Treppenfallen nerven. Das sieht auch extrem komisch aus hier mit dem Blut. Trotzdem so langsam mal wieder leben. Leider.
Also Gold habe ich mittlerweile mehr als genug. Piss dich, Schlampe. Keine Sorge, das erledige ich auch noch. Knie nieder! Probier ich's gehört, Arschloch. So, weiter geht's. Wie gesagt, ich hab zu viel Spaß am falschen Element des Spiels, glaube ich. Sitz der Gier. Allein die Aufnahme geht schon fast 2 Stunden. Ich glaube, ich muss sie wirklich noch Cut nehmen. Nein. Nächster Torwächter! Beziehungsweise letzter Torwächter. What the fuck? Ach komm, das war gut. Ja, das war gut. Wirklich ein Finisher raus. Nur um Spaß. What the fuck? Hab dich. Ah, oder meine Freunde haben dich. Leute! 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 Hallo, verpisst euch da wohl? Ich hab den Torwächter gefunden. Mehr Sachen zum Werfen. Oh, was bist du? Hier zum Beispiel nochmal so eine Frostpeitsche. Alter, hier gibt's einfach alles an Fallen. Ich glaube nicht, dass ich das dieses Wurfgeschoss. Alter. Weil ein Torwächter Wirkung hat. Aber wie die anderen Male war der jetzt nicht so schwer. Oh, der war hier. Hier bin ich leeren. Bock, um dich zu werfen, ey. Hier fehlt ein Arm, mein Freund. Hier fehlen 2 Arme, mein Freund. Ah, okay, du würdest sie anstürmen wahrscheinlich. Okay, ich verstehe. Warum werde ich hier langsam? Ja, die Peitsche ist wirklich ein bisschen OP. Die Treppe ist lieb. Die ist böse. Hier. Einfach. Bitte. Das Spiel macht dann teilweise echt wahnsinnig, ne?
kann ich Leben kaufen, das sollte ich auf jeden Fall tun. Aber erstmal helfe ich da hinten meinen Soldaten, die da am Kämpfen sind. Ich sehe ich auch Arschloch. Bitte hier bitte. Einfach drauf. Scheiße, Motherfucker! Oh, und was läuft bei dir so? Ich hab gehört, du stehst drauf ausgepeitscht zu werden. Und das kann ich dir gerne erfüllen. Was darf ich noch haben? Überall diese dämlichen Fallen, ne? Okay, wir sind tatsächlich bis zum Endboss gekommen. Hätte ich nicht gedacht, muss ich zugeben. Hätte ich nicht gedacht. Scheiße. 1:48, hey. Besiege die Djinns, um die Flucht, um den Fluch zu brechen. Um die Flucht zu brechen, ja. Welche Djinns? Will nicht. Kann ich noch irgendetwas anderes machen? Nee, ich glaube nicht. Weil sehr weiß ich es nicht, denn ich spiele dieses Spiel zum ersten Mal. Ausrüstung. Hier kannst du ja sehen, welche Ausrüstungen ich glaube ich hatte. Ja, also du siehst, es fehlen mir auch noch ein paar. Bones like Boss Rush. Aber Djinns? Djinns habe ich noch gar nicht bekämpft. Ah, fick doch in die Hölle. Mit Fallen? Die beiden gehören zumindest mir. Also ich finde es, wir können es so bleiben und das Spiel beenden. Die sehen mich gerade nicht, weil ich unsichtbar bin. Alter, hallo. Wollte, dass ich in die Mitte trete. Was verlangt ihr jetzt von mir? Aua. Ah, ich verstehe schon. Ich soll nicht selbst umbringen. Oh, was? Wieso magst du mich jetzt plötzlich nicht? Und wie kämpfe ich vor allem gegen dich? Hau ich dich einfach? I'm a little bit confused. Was muss ich tun? Ich konnte es den einen mit dem Wunsch besiegen. Alter, diese kaputte Falle, ne? Aber ich habe jetzt keine Wünsche mehr. Deren Angriffe gegen die anderen Djinns verwenden.
Also wenn man es mit drei Wünschen durchschafft, ist dieser Bosskampf anscheinend total einfach. Warte, mit solchen Bällen kann ich doch was anfangen. Oder auch nicht. Ich verstehe nicht, was ich tun soll! Willst du das da sein lassen, da unten? Ich verstehe gerade schlichtweg nicht, was ich tun soll. Deren Urnen sind kaputt, oder? Sehe ich das richtig? Ah ne, deren Ohren sind noch heile. Das ist nur blöd. Weil selbst die Skelette, die beschworen werden und dann da unten rumrennen, wissen anscheinend nicht, wo sie hingehen sollen. Die Ringe an deren Händen zeigen ja eigentlich, dass es wie beim ersten Dings ist, wahrscheinlich. Beim ersten Torwächter, dass ich da irgendwas zurückschlagen muss. Was? Muss die anketten? Wieso geht das jetzt nicht mehr? Ein halbes Leben, das ist voll für den Arsch. Hier hätte ich wahrscheinlich den anketten müssen, der hier stand. Ich verstehe, wie ich sie anketten muss. Nein, komm schon! Ich darf hier weitermachen? Oh ja, mein zweites Leben, aber das bringt mir nichts. Und wieder alle drei leben werden, oder? Ne, es lebt nur er. Und er ist gefesselt.
Oh, komm, fick dich. Andere Hand ist jetzt wieder lose, ne? Du hast das Ende erreicht, du Narr. Wähle nun, aber kannst du von dem Lasten, das du gekommen bist, in Besitz zu nehmen und den ewigen Fluch der Stadt Messing zu brechen? Okay. bei mir rasseln gerade hier die Erfolge durch. Ohne Ende. Rang 5 erreicht. Irgendwelche Belohnungen. Rangbelohnungen. What the fuck? Wir haben das Spiel jetzt schon durch. Zumindest einen Durchlauf. Schauen wir mal, was wir für Erfolge haben. Ihr könnt es gerade nicht sehen. Ich bin gerade im Steam-Overlay. Erster Treffer, du musst sterben nur einmal, es wird schmerzlos sein. Den haben wir vorhin schon ganz am Anfang bekommen. Versuche mitzuhalten, schalte die göttlichen Halsbrecherbürden frei. Immer mehr von innen, schalte die göttlichen Wiedergeburtbürden frei. Geheimer Garten, schalte das Portal zu den Gärten frei. Räuber der Gräber, schalte das Portal zu den Katakomben frei. Königliches Willkommen, schalte das Portal zum Palast frei. Wer ist hier zuständig? Erreiche den Boss-Endkampf. Brich den Fluch. Schließe das Spiel zum ersten Mal ab. Die härteste Schinderei. Schließe das Spiel ohne Wunschportal ab. So, das sind die Erfolge, die ich habe. Und es gibt noch geliehene Zeiten. Schalte die göttlichen Todeslinienbürden frei. Ich schaffe das. Schalte die tödlichen göttlichen Bürden frei. Nachteule. Schalte die tödlichen Finsternisbürden frei. Pass auf, wo du hintrittst. Schalte die übertriebenen göttlichen Bürden frei. Je größer, desto. Schalte die sterblichen göttlichen Bürden frei. Stabilen göttlichen Bürden frei. Wer braucht schon Djinns? Schalte die nicht hilfreich göttlichen Bürden frei. Und masochistische Ader. Schließe das Spiel mit allen göttlichen Bürden ab. Also im Endeffekt. Die Hälfte des Spiels habe ich durch, jetzt gibt es nur noch den höchsten Schwierigkeitsgrad. Wenn ich das richtig verstehe. Mal eben schauen. Warum darf ich jetzt nicht nach Böden oder sowas auswählen? Ich gerade nicht. Ah. So wird das also geregelt. Ich verstehe. Verstehe. Ich verstehe. Wir haben jetzt drei Wünsche und wir haben jetzt dadurch, dass wir die Level halt erreicht haben, beziehungsweise die Wächter besiegt haben, können wir uns jetzt immer zum nächsten Level teleportieren. Kostet aber auch Wünsche, das heißt bis zum letzten würde es drei Wünsche kosten. Und wenn ich es richtig verstehe, wenn ich jetzt mit drei Wünschen durchschaffe das Spiel, also ohne die Wünsche aufzugeben, kann ich alle drei Boss-Djinns mit diesen Wünschen direkt besiegen. So, genau hier wollte ich reingucken. Das sind die ersten beiden Bürden, okay.
Jegliche Herausforderung. Ich zu meinem Teil brauche jetzt aber erstmal eine Pause. Ich danke auf jeden Fall an allen, die dabei waren. Ich werde mal schauen, dass ich dann für das nächste Mal den Chat wieder mit einbaue und alles. Ich weiß nicht, ob es beim nächsten Mal nochmal City of Brass geben wird oder ob ich The Binding of Isaac, weil das muss ich auch noch unbedingt wieder spielen, geben wird. Ja, wie gesagt, ich danke fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich habe gerade alle Achievements durchgelesen, Willem. Also nein, gibt es nicht. Es gibt zwar das Spiel zum ersten Mal abschließen. Aber halt nicht, dass man die Djinns nur mit Wünschen besiegen soll. An sich, ich habe jetzt... Moment, wie viel Prozent habe ich? Ich habe jetzt 56% der Erfolge nach einmal durchspielen. Das zweite Mal durchspielen ist nur noch das Sammeln der Bürden. Und dann halt mit allen Bürden im Endeffekt das Spiel einmal schaffen. Also die zweite Hälfte der Folge. So. Ja. Also du kriegst die erste Hälfte dafür, dass du das Spiel einmal durchspielst. Mehr oder weniger. Es gibt noch schieße das Spiel ohne Wunschportale ab. Das sind diese drei Portale, die wir jetzt gerade kurz gesehen haben. Die darf man dann halt auch nicht benutzen, um durchzukommen. Aber ja, ich versuche auf jeden Fall den Stream wieder fit zu bekommen, weil ich glaube, ich möchte wieder einfach schlichtweg mehr streamen, anstatt einfach nur aufzunehmen und hochzuladen. Dafür muss ich jetzt natürlich noch viele Einstellungen machen, das wird alles noch ein bisschen dauern, bis der Stream dann so läuft, wie er ist. Und ich werde mir auch mal rausschauen, wie ich Streamzeiten lege. Bei Sonntag geht theoretisch immer. Das könnte man so sagen, dass ich Sonntag auf jeden Fall streame und sonst muss ich schauen. Aber ich danke jetzt nochmal fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann entweder heute Abend nochmal wieder oder beim nächsten Mal. Wie gesagt, hundertprozentig weiß ich es noch nicht. Ich muss mal schauen, wie ich das alles lege. Bis dahin. Ciao.